Guten Morgen am Mittag. Es ist 11:30 Uhr. Da ist ein bisschen spät. Aber meine Planung lässt es nicht anders zu. Ich wollte eigentlich die Tour gestern schon machen und dann als Bike- und Hike-Tour mit einer 20-25 Kilometer langen Anfahrt. Glaube ich, so 700-800 Höhenmeter mit dem Rad schon. Weil mir die Zeit heute fehlt, habe ich die Rad-Etappe weggelassen und bin mit dem Auto jetzt hier auf den Glaubenberg hochgefahren. Ich bin in Entleburg, das ist in der Zentralschweiz oder Innerschweiz. Ja, und da geht es auf den Berg hinter mir, der Schimbrig heißt das Ding. Ich kenne die Gegend hier nicht sehr gut, ich war schon ein, zwei Mal im Entleburg wandern. Kennt man vielleicht Skigebiet am Ende des Entlebuchs ist Sörenberg. Da geht es dann hinten, das Skigebiet geht dann aufs Brillieren, zum Rothorn. Das dürfte wohl auch weiterum bekannt sein. Ja, ich laufe jetzt mal los. Keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich bin gespannt. Soll eine schöne Tour sein. Blau-weißer Weg, der auf den Schimbrig hochführt. Ich werde dann so ein bisschen eine längere Schlaufe machen. Immer mal los. Und ein, zwei Geocaches habe ich auch noch unterwegs mir herausgepickt. Mal gucken. Könnte interessant werden, weil hier gibt es noch so ein paar alte Bunkeranlagen. Diese Gegend hier ist sehr bekannt dafür. Also, wir gehen's los. Ich starte hier in der Altwirtschaft Gründli. Das ist so eine kleine Kneipe. Da scheint heute ziemlich was los zu sein. Parkplatz ist voll. Aber den lasse ich gleich mal hinter mir liegen. Und suche mir den Wanderweg, der irgendwo da hinten hochgeht. Ich habe im Moment, fehlt mir die Orientierung noch komplett. Auf geht's auf den Schimbrig. Kurzen, relativ gemächlichen Einstieg bin ich jetzt hier im Wald und jetzt geht es mal richtig steil hoch. Das wird die nächsten 200 Höhenmeter so bleiben. Da ist ziemlich fett der Aufstieg hier. Quasi 200 Meter Treppen steigen. So, die Seilbahn-Endstation ist erreicht. Da unten sieht man das Bergrestaurant, wo ich gestartet bin. Die Nordflanken hinten, ziemlich verschneit. Und hier ist die Alp. Da unten ist eine tapfere Familie am Hochsteigen. Der Mann hat mir gerade gesagt, dass es 300 Schafe gibt im Sommer. Nicht schlecht. Ich bin hier nochmal auf so einer kleinen Alp gelandet, also nicht sehr schön, aber wenn man hier oben 300 Schafe über den Sommer hat, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen Infrastruktur. Ich bin jetzt gar nicht sicher, wo der Weg durchgeht. Aber da oben sehe ich eine blaue Stange, also geht es wohl dem Grat nach weiter hier.
Toller Weg jetzt hier hoch. Sind noch ungefähr 170 Höhenmeter, die ich überwinden muss. Ja, die Steigung hat eigentlich auf der Alp nicht merklich abgenommen. Aber halb so wild. Es ist ja überschaubar. Auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, quere ich jetzt schnell da über auf den Grat, wo die Stangen sind. Und zwar, weil ich einfach sehen möchte, wie die Aussicht da drüben ist. Kurzer Blick nochmal zurück zur oberen Alp. Ich hoffe, die Wolken gehen noch ein bisschen weg, damit ich da noch ein paar Gipfel mehr erkennen kann. Okidoki. Jetzt geht's also die letzten paar Höhenmeter noch auf dem Grat bis zum Gipfel. Ich bin gespannt. Auf den letzten paar Höhenmetern sieht's leider im Moment eher so aus, als ob die Wolken mehr anstatt weniger werden. Ja, wenn man da ins Mittelland runter guckt, mal schnell hinschwenken, dann hängt da der Hochnebel eisern drin. Und auch hinter mir habe ich so das Gefühl, die Wolken ziehen eher hoch. Ah, egal, im Moment ist ja perfekt noch. Wir sehen, was kommt. Boah. Toller Weg. Ich staune, dass nicht mehr Leute unterwegs sind hier. Hätte ich nicht gedacht. Na, der Weg führt hier unterhalb dem Gipfel, traversiert er da. Komisch, weiß nicht genau warum. Ich gehe sicher mal oben auf den Gipfel gucken. Sieht eigentlich aus, wie man den gut überschreiten könnte. Aber schauen wir mal, wir wissen oben mehr. Die letzten Meter. Ja, gleich ist die Sonne weg. Oh, schade. Da ziehen jetzt gerade heftig die Wolken hoch. Und wenn man da hinten so in die Schneeberge reinguckt, dann werden die Wolken auch immer dunkler. Vielleicht sind sie auch nur so dicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich mache jetzt mal Pause. Ja, irgendwie vermisse ich noch das Gipfelkreuz, merke ich gerade. Muss mal gucken, ob ich überhaupt schon auf dem Gipfel bin. Was meint denn da mein Helferlein? Nee, ist nicht der Gipfel. Okay, weiter geht's. Das ist noch 300 Meter gut. Luftlinie irgendwo da. Diese Richtung. Also, nichts mit Schimbrig. Schimbrig. Kuckuck. Thank you.
Ja, für einen blau-weißen Wanderweg hätten sie den auch oben durchführen können. Das war jetzt diese eine kleine Schlüsselstelle da mit dem Kabel drin. Ab hier geht es wieder rot-weiß weiter. Ja, alleine bin ich doch nicht. So, ich habe mich auf dem Gipfel kurz niedergelassen. Wir haben ruhig. Die Leutchen sind da. Die meisten sind jetzt gerade wieder abgestiegen. Ja, hier mein normales Vespa-Gurke. Ein Jäger. Ein Mayo. Das ist ein würziger Käse. Und das da heißt bei uns Semmeli. Und jetzt wünsche ich guten Appetit. Yam, yam. Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde den Gipfel genossen und jetzt geht mein Weg weiter. Ich weiß nicht so wirklich, was mich hier noch erwartet. Blau-Weiß ist ja vorbei, also jetzt ist wieder ein normaler rot-weißer Bergweg. Alles easy. Ich guck mal, wie weit ich komme. Das Wetter scheint eigentlich zu halten, es wolkt halt rum. Aber halb so wild. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt einfach da dem Grat nach weiter. Hoffe, dass ich noch bis zu dem Felsenloch komme, dass ich mir da noch so als Umkehrpunkt ausgesucht habe. Also, das hier mal angucken. Führt mein Weg die Richtung da oben so ein bisschen ins Tal rein und dann irgendwo da hinten kehre ich da mal um und dann geht es wieder zurück und da unten ist ja der Parkplatz, mein Auto steht. Ich habe es nicht so wirklich im Griff oder mag jetzt auch nicht nachgucken, wie weit das ist oder egal, das werden wir dann sehen. Weiter geht's. Blick zurück. Und unten tutet das Postauto. Was ich auf jeden Fall noch korrigieren kann, ist, dass der Glaubenpass, der geht da gerade nach hinten. Man sieht die Straße da in dem Wiesenhang. Ich habe am Anfang gedacht, es geht hier in dieses Tal rein, aber der Pass, der geht da hinten durch. Schöner Weg hier. Das erinnert mich ein bisschen an die Passage im Alpstein letztes Jahr. Als ich da vom Hohen Kasten im Grat entlang gelaufen bin. Schön. Ja, das Einzige, was fehlt, ist die Sonne. Und hier Richtung Osten, da ist also dicke, dicke Suppe. Da sieht man überhaupt nichts. Da drückt der Hochnebel hoch. Keine Chance, sich da irgendeinen Blick ins Tal zu ergattern. Gut, wenn man Geocacher ist. Vor mir laufen zwei Leutchen vorbei. Und die haben diesen Ort nicht gesehen. Und dieser Ort ist das Spezielle, nicht das Bänkchen, sondern dieser Bunker hier, oder dieser Stollen. Und da gucken wir mal schnell rein.
Ja, ich habe natürlich keine Taschenlampe dabei. Wie kommt man jetzt am besten rein? Mal gucken. Ob mein Handy Lämplein reicht. Naja. Wohl kaum. Der Raum ist vielleicht 7 mal 3 Meter. Viel mehr nicht, nur dieses kleine Treppchen hier, was dann hinten ins Tageslicht führt. Spannend. Ja, ohne Geocaching wäre ich hier vorbeigelaufen. Das ist mein Atem. Kurz 2, 3 Worte zu diesem Bunker hier, beziehungsweise Reduit ist das. Das Reduit war der wichtigste Teil des mit Operationsbefehl Nummer 13, Reduit-Befehl, vom 14. Mai 1941 abgeschlossenen neuen Verteidigungsdispositivs. Der Verlauf und Abgrenzung des Schweizer Reduits unterlag bis Mitte der 90er Jahre der Geheimhaltung. Also da wusste echt in der Schweiz nur das obere Militär, wie und wo all diese Anlagen sind. Heute ist nun bekannt, dass die nördliche Grenze des Reduit über die Pilatuskette, Schimbrig, wo wir heute waren, Schafmatt, das ist auf der Jurakette, Stachleck, Flur, Rogant verlief. Das war auch hier in der Nähe. Mit dieser Cache-Serie findest du teils gut getarnte Überreste aus dieser Zeit. Ein Stück Schweizer Geschichte, die uns sicher geprägt hat. Ja. Und ich finde das immer spannend, solche alten Bunkeranlagen oder so zu besichtigen. So viel zu diesem Loch hier in diesem Fels. Und von unten sieht das Reduit so aus. Ein ganz harmloses Felsstückchen. Verrückt. Und da oben steht ein Steinbock. Ich fasse es nicht. Da hätte ich jetzt also echt nicht damit gerechnet. Kratz, kratz. Er hat noch seinen Winterpelz. Schöne Alp hier. Ja, und solange das Wetter noch einigermaßen mitmacht, auch wenn wir die Zeit mal wieder rennen, das ist bereits 3:30, aber Filmerei, Geocachen, ich erwähne es immer wieder, braucht einfach immer viel Zeit, aber solange ich nicht eine gewisse Zeit irgendwo sein muss, geht's ja. Und allzu anstrengend wird es nicht mehr. Ich möchte mal gerne gucken, ob ich noch zum Felsenloch komme. Das muss irgendwo da hinten sein. Ich weiß aber nicht genau, wie weit. Wir sehen. Wir laufen jetzt mal ein Stückchen. Wow. Einfach immer ein Hingucker. Ich bin nun auf einem herrlichen Höhenweg hier. Jetzt geht es dann mal so, glaube ich, für einen knappen Kilometer ziemlich auf dieser Höhenkurve weiter. Was ich noch nicht weiß, ob ich dieses Felsenfenster wirklich gescheit erreichen kann. Ich habe mir da keinen Track eingezeichnet. Muss da vielleicht auf dem Handy noch gucken. Genau, wie und wo das dann einen Weg gibt. GPS-Karte ist immer ziemlich schwierig zum da rumfrickeln. Ich guck mal, also der Weg geht jetzt mal bis zur Toreck. Das wäre die Route, die ich mir anfangs vorgenommen habe, wo ich dann umdrehen würde in diesem Talkessel hinten und dann zurücklaufe. Und ja, jetzt laufe ich mal bis zu dieser Toreck und dann gucken wir weiter.
Beim Wandern darf man nie vergessen, auch mal stehen zu bleiben und kurz nach hinten zu gucken. Das tut oft Blicke auf, die man gar nicht erwartet. Und schon wieder ein toller Wald. Was heißt wieder? Nee, habe ich jetzt noch nicht gesehen heute. Aber ich muss sagen, da oben im Entlebuch, das ist ja Biosphärenreservat, gibt es viele Moore. Oh, da kommt ein Bike. Hallo. Ja, schöne Route. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, hier oben gibt es eben dieses Biosphärenreservat. Gibt es viele Moore und genau das ist jetzt so ein Moorwald. Genau diese Landschaft habe ich gesucht hier und heute noch nicht gesehen. Jetzt bin ich doch froh, einmal mehr, dass ich da noch einen Abstecher mache und nicht direkt wieder abgestiegen bin. Und so kriege ich von dieser tollen Landschaft noch ein bisschen was mit. Schön. Schön oder schön? Fantastisch. Zehn vor vier. Das Felsenfenster, das muss irgendwo da hinter mir in dieser Felswand sein. Es sind aber nur 300 Meter und vielleicht 100 Höhenmeter Maximum. Es liegt, glaube ich, auf 1600, ich bin hier auf 1500. Also, da kann ich ja nicht dran vorbeilaufen. Also probieren wir es mal. Felsenfenster, ahoi. Jetzt laufe ich einfach strikt der Luftlinie nach, die mein GPS mir angibt und versuche da einen Weg zu finden. Hier am Anfang hat es noch einen Weg. Den nehme ich, solange es irgendwie Sinn macht. Und dann gucken wir mal, ob wir das Felsenfenster erreichen. Schauen wir mal. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht hier im Sommer, wenn die Alpenrosen blühen, oder im Herbst, wenn das Erika blüht hier und die Sonne scheint. Ah, ich sehe es. Ich riech's schon. Ich sehe es nicht nur, ich riech's auch. Wie hier die Kiefern duften im Sonnenlicht. Was diese alte Gondel hier für eine Funktion hat, erschließt mich mir nicht ganz. Schauen wir mal, vielleicht steht da ja was. Nee, die steht einfach da. Der Haut. Oha! Das Felsenfenster sehe ich auch. Eieiei. Das sieht aber tricky aus. Ah, uiuiui. Ah, fantastisch hier oben. Das ist ja mal wieder eine Bilderbuch-Berglandschaft hier. So. Wie komme ich jetzt da zu diesem Felsenloch? Ei, ei, ei. Das Fenster ist in Sicht. Jetzt muss ich da mal traversieren. Das letzte Stück, das wird ziemlich steil. Aber wir gehen das wie immer Stück für Stück an. Die Traverse bis hierhin ging schon mal viel besser als gedacht. Und jetzt sieht alles halb so wild aus, wenn man hier ein bisschen näher kommt. Was für eine eindrückliche kleine Felswand hier. Sieht so schön ausgewaschen aus. So, dann nehmen wir in dieser kleinen Höhle noch die letzten Meter zum Loch. Unter die Füße. Ah. Cool. Ah, wie ich solche
wie ich solche Sachen liebe. Was ich nur nicht, kann ich nicht auf die Kamera gucken, sondern muss mich auf die Füße konzentrieren. Schön, ja, das ist mal sauber ausgeschnitten hier. Und solche Orte sind auch zu erwarten. Alles voller Kot. Weiß es nicht, ob es Gemsen oder Steinböcke sind. Ja, dann gucken wir doch mal, was es da hinten an dem Fenster zu sehen gibt. Als erstes mal Durchzug. Da ist für mich die Welt in Ordnung, wenn ich solche Orte entdecken kann. Solche kleinen Schmuckstücke der Natur. Ein Loch im Berg, wo man durchgucken kann. Sehr geil. Schön. Ja, und für mich heißt es langsam Gas geben und zurückgehen. Zeit, es ist wahrscheinlich 4:30 durch schon, ich weiß es nicht genau. Wir haben noch weiten Heimweg und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Also, jetzt nochmal Viertelstunde sehr konzentriert die Traverse machen. Und dann geht's zurück auf normalen Wanderwegen zum Auto. Yo! Geil ist es. So sieht's aus, wenn man durchs Loch durchsteigt und hinten rausguckt. Felswand. Auf der Nordseite und dann müsste das hier Süden sein. Ah, und dieses Stück Fels, das vibriert schon, wenn man dran klopft. Also das wird bald die nächste Stufe sein. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. Tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open. Tear my world apart, 'cause I know I need a start to let you know when it's over. Offizielle Weg ist wieder erreicht. Ich nehme mal an, mein Umkehrpunkt ist auch Luz Matleli. Das sind, glaube ich, so ein Dreiviertel Kilometer, 15 Minuten, ja, macht Sinn. Fast ungefähr. Also jetzt geht es durch ja, diese Traumlandschaft hier weiter. Jetzt gemütlich bergab. Ja, und bevor es jetzt wahrscheinlich auf relativ banalen Wegen zurück zum Auto geht, nochmal ein toller Ausblick hier rein in diesen Talkessel. Ja, und nun gebe ich Gas und gehe zurück. Auf jetzt, die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Kilometer vielleicht noch. Nochmal eine schöne Alp da unten. Ja, und der Weg, der führt jetzt unumstößlich da. Nochmal ein ganzes Stück, guten halben Kilometer da ins Tal rein. Wow, was für eine schöne Alp hier. Ja, die gucke ich mir jetzt noch schneller. Dürfte noch niemand da sein. Typisches Haus für diese Gegend, diese so quadratische Bauweise. Schön, scheint sogar jemand da zu sein. Hinten Tuch draußen. Die Fensterläden sind offen. Ja, mein Weg geht wahrscheinlich nach Grund, nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher. Ja, und ich habe vorhin schon gedacht,
da rechts, das könnte der Fürsteisi. Da war ich vor Jahren schon mal oben, war auch eine super geile Tour. Ja, wenn ich jetzt nichts mehr anbrennen lasse, irgendwelche langen Walk-Szenen mache, wo ich hin und her laufen muss, irgendwelche Geocaches suche, in Löcher steige oder Fenster erklettere, dann sollte ich Punkt 6 Uhr beim Auto sein. Und das erscheint mir doch ganz okay. Dann bin ich kurz nach 7 zu Hause. Das ist ganz gut. Ja, und hier ist ein bisschen Sumpf. Aber das kriegen wir auch noch hin. Also, ja, jetzt geht's zügig runter zum Auto. Schöner Weg, super, schöner Abstieg hier. Toll. Ich habe gedacht, es geht alles nur auf Fahrstraßen. Ich werde jetzt mit einem so tollen Wanderweg überrascht, der ein bisschen sumpfig ist. Aber lieber sumpfige Wanderwege als langweilige Fahrstraßen. Kleine Frage an die Zuschauer. Dieser Ast, der da links rauskommt, erst nach unten wächst, um 3/4 des Stamms sich rumschlängelt, um dann nach außen und wieder nach oben zu wachsen. Was hat der sich überlegt? Das würde ich gerne mal wissen. Nochmal ein Blick zurück, da sieht man gerade das Gipfelkreuz, mit der GoPro natürlich nicht. Mal gucken, ob ich mit der Sony da ein bisschen ranzoomen kann noch. Und nochmal ein toller Heuschober hier. Kurzes Resümee noch, wahnsinnig toll, es wird es jetzt da nicht mehr zu filmen geben. Ich nehme an, es geht jetzt da einfach auf dieser Alpstraße noch runter bis zum Ziel, bis zum Grund. Die Tour hat mir sehr gut gefallen. Ich kann nur eins sagen, wenn ich mit dem Rad die Bike- und Hike-Tour gemacht hätte, ich hätte es nicht überlebt. Das wäre viel zu viel gewesen. Jetzt habe ich 1000 Höhenmeter auf dem Tacho. Das ist okay. Ich bin ziemlich müde. Das ist auch okay. War schön. Aufstieg war zünftig steil. Ich weiß nicht, warum das ein blau-weißer Bergweg ist, von der Schwierigkeit never ever über T3, ist einfach permanent sehr steil, aber Steilheit ist eigentlich nicht ein Argument für einen blau-weißen Weg, sondern blau-weiß ist eher Schwierigkeit, Ausgesetztheit, sagen wir mal, die Hände braucht und so weiter und so fort. War hier eigentlich nie der Fall, war auch nicht wirklich ausgesetzt, einfach steil, that's it, egal. War trotzdem schön. Gipfel ist toll, hatten doch ein paar Leutchen oben gehabt, was eigentlich zu erwarten war. Leider war die Aussicht scheiße, aber das muss ich jetzt nicht extra erwähnen in meinem Resümee. Wäre sicher ein super geiler Aussichtsberg, wenn ich so gesehen habe auf dem Peakfinder, was alles zu sehen wäre, wenn. Muss man vielleicht im Herbst mal hochgehen, wenn man so eine tolle Fernsicht hat. Ja, und dann
war ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich meine Route verlängert habe, also diese Zusatzschleife angehängt habe. Und hätte eigentlich nach dem ersten Abstieg auf dieser ersten Alp, wo ich vorbeigekommen bin, da wäre dann direkt der Abstieg gewesen. So habe ich halt jetzt doch noch mal 2 Stündchen mehr gebraucht. Bin dafür an Felsenfenster vorbeigekommen, bin dafür durch diese wunderschöne Moorlandschaft gekommen oben. Also besser ging es nicht. Ah ja, und dieses Reduit habe ich auch noch gesehen. War alles sehr spannend. Also so gute, coole Beigabe für den Gipfelsturm. Kann ich jedem empfehlen. Schöne Tour. Daten gibt es wie immer dann unten in der Videobeschreibung. Ja, und sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Datum 1. Mai. Wetter war okay, frisch, aber gut zu laufen. Ich bin im T-Shirt unterwegs, wenn man sich bewegt. Genügt das T-Shirt. Ja, schöne Tour hier im Entlebuch. Werde ich sicher noch ein paar andere Gipfel mal bewandern, so in der Vorsaison. Passt alles. Schöne Runde, hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao, ciao.